So, hier nun das versprochene Beispiel, das ich eigentlich ja Ihnen online vorrechnen wollte. Jetzt wenigstens als kurzes Video. Wir haben ein lineares Gleichungssystem, diese Art hier, und wollen das lösen. Jetzt alles ohne Erklärungen und Kommentare, warum man das so macht, sondern einfach nur, wie man es macht. Warum steht im Kurs? Wie erzeige ich Ihnen jetzt einmal? Das Erste, was Sie machen, ist, Sie bilden die sogenannte erweiterte Koeffizientenmatrix. Also wir schreiben alles, was Zahlen sind, mal raus. Und da haben wir in der ersten Zeile für x1 einmal x1, einmal x2, 0 mal x3 ist gleich 1. Einmal x1, 0 mal x2, einmal x3 ist gleich 2. Einmal x1 minus einmal x2, x3 einmal und das Ganze ist gleich 3. Ziel ist es jetzt, die Motivation dazu, wie gesagt, finden Sie alles in den Videos. Diese Zahlen, die in diesem oberen und in dem unteren Dreieck sind, 0 zu setzen. Das heißt also durch Zeilen- und Zeilenumformungen insbesondere diese Z Stellen zu 0 zu machen. Das Ganze geschieht spaltenweise. Also der Vorgang läuft spaltenweise ab. Spaltenweise heißt, ich kümmere mich erstmal um die erste Zeile. Erste Spalte natürlich, das heißt um diese hier. Wenn ich mir die angucke, dann heißt es also, ich will jetzt im ersten Schritt das, was jetzt hier lila ist, zu 0 machen. Also, das ist jetzt hier der erste Schritt. Meine erste Zeile, da bleibt die 1 da, wo sie ist, denn da soll sie ja hin hinterher, also da soll eine Zahl stehen in der Diagonalen. Hier mit der Zeile arbeiten wir, deswegen wird die nicht weiter verändert, die können wir einfach aufschreiben und jetzt müssen wir uns eine Zahl überlegen, multipliziert zu der addiert. Gibt hier eine 0, wenn ich 1 mit minus 1 multipliziere und zu 1 dazu addiere, bekomme ich hier meine nötige 0. Jetzt kann ich aber nicht nur das mit dem ersten Ding da machen, sondern ich muss das mit der ganzen Zeile machen. Das heißt letztendlich, wenn ich mein erstes Element, also hier mit minus 1 multipliziere, dann bekomme ich ja minus 1, minus 1, 0. Minus 1, die untere Zeile hier, diese hier, die bleibt wie sie ist. 1, 0, 1, 2. Und wenn ich das jetzt jeweils einzeln addiere, kriege ich hier meine 0. Da bleibt eine Minus 1 stehen, hier eine 1 und hier habe ich auch eine 1. Und diese Zeile, die übertrage ich jetzt hier hin. Das heißt, hier steht meine 0, meine Minus 1, meine 1 und meine 1. So, das Ganze mache ich jetzt noch mit dem nächsten Element. Auch hier soll eine 0 hinkommen. Das heißt, auch dieses hier mit minus 1 multiplizieren und zudem dazu addieren. Ich schreibe es nochmal schön auf. Das gibt dann hier natürlich wieder minus 1, minus 1, 0, minus 1. Dazu soll die dritte Zeile addiert werden, also 1, minus 1, 1, 3. Ergebnis wäre eine 0, eine 0, dann haben wir hier eine 1 und hier eine 2. Habe ich da richtig gerechnet? Halt, hier gibt es natürlich keine 0, sondern eine minus 2. Also 0, minus 2. Also immer ordentlich und sauber rechnen und eine 2. So, nächster Schritt ist, wir suchen nächste Spalte. Hier
unsere Nullen. Das entspricht in unserem umgeformten Teil den beiden. Das heißt, eine Zeile bleibt jetzt erstmal wieder unberührt von unseren Aktionen und das ist diese hier. Und da gucken wir mal, mit was muss ich diese multiplizieren, zu der addiert, damit an der Stelle eine 0 auftaucht. Minus 1 plus 1 ist schon die gesuchte 0. Die mittlere Zeile ist jetzt die Arbeitszeile, sie wird einfach abgeschrieben. Und dann soll zur oberen Zeile addiert werden. Das heißt, ich kriege hier 0 plus 1 ist 1. Minus 1 plus 1 ist unsere geforderte 0. 1 plus 0 ist 1 und 1 plus 1 ist 2. Unten ist ein kleines bisschen mehr Arbeit zu tun. Da muss ich diese Zeile hier mit minus 2 multiplizieren und zu der dazu addieren. Dann wird aus der oberen Zeile 0, 2, 1 mal minus 2 ist minus 2 und noch eine minus 2 zur unteren Zeile, die man einfach abschreibt, wieder dazu. 0, minus 2, 1, 2. Voneinander zueinander addiert, gibt hier eine 0, da unsere gesuchte 0. Hier kommt eine minus 1 hin und hier hinten eine 0. Das heißt, was steht hier? 0, 0, minus 1, 0. Wenn wir jetzt uns das Ding angucken, bleibt uns noch die letzte Spalte. Das heißt, wir müssen jetzt noch an dieser Stelle Nullen erzeugen. Das entspricht in unserem umgeformten Teil hier den Nullen. Wir haben jetzt wieder eine Zeile, nämlich diese hier, die nicht bearbeitet wurde oder bearbeitet wird, die dürfen wir wieder abschreiben. Und jetzt sollen oben drüber Nullen entstehen. Das ist sehr einfach zu machen. Man muss nur zu dieser Zeile, zu der dazu addieren, dann sind auf jeden Fall beide Einsen der Reihe nach weg, aber bitte der Reihe nach. Und da wir viele Nullen haben, bleibt eigentlich uns gar nicht mehr groß was zu tun. Minus 1 dazu addiert, gibt hier die 1 und genauso hier 0, 0 und da die 2. Jetzt kann man auch schon die Lösung sehen. Und zwar, wenn ich jetzt hier in die Diagonale alle Zahlen so schreibe, dass da Einsen stehen, dann habe ich da die Einheitsmatrix stehen. Was die Einheitsmatrix ist, erklärt das Video 1.3. Und dann steht hier eine 2, eine minus 1 und eine 0. Also ist unser Lösungsvektor genau der hier steht. Das ist die Lösung. So, das ist das, was Sie am Schluss können müssen. Genauso wird die Aufgabe in dem Kurztest aussehen. Das heißt, Sie kriegen eine kleine Aufgabe in dieser Gestalt und die müssen Sie mit dem Algorithmus lösen und auf eine Form bringen, die dann hinterher so aussieht. Wenn Sie das ordentlich hingekriegt haben, haben Sie die ersten 25 Punkte Ihrer Online-Arbeit schon im Säckchen. So, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Online-Veranstaltung.